Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Squad Building Challenges. Wir sind wieder am Start heute mit der 5. Episode und mit den Top-Partien, beziehungsweise den Top-Partie-Challenges. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 500 Likes wären richtig nice. Videobeschreibung für eure Münzen. IG Vault, Link zu IG Vault, das wollte ich sagen. 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV. Dazu meine Social Media Links und selbstverständlich auch mein Merchandise könnt ihr auch sehr gerne auschecken. Die Herrlich-Shirts oder MGT Army oder halt einfach nur MGT. Als ganz schlichtes Design. Sieht gut aus und mittlerweile könnt ihr es auf der Straße tragen, es fällt nicht mehr so doll auf. Wir haben bereits eins der Sets, weil ich bereits eine der Challenges versehentlich abgeschickt habe. Es ist momentan Weekend League, es ist Samstag, es ist 14.25 Uhr, das heißt in der Stunde ist Bundesliga. Das ist übrigens das Team, mit dem ich diese Woche Weekend League spiele. Ich wollte erstmal Nolas Inform noch kaufen, habe ich also aber momentan noch nicht. Vorne drin Dybala und Lukaku und ich muss sagen, das Team ist ziemlich stark. Ich hatte meine Probleme wieder in der Weekend League, wie immer. Ich hatte dreimal, dass die A-Server abgekackt sind. Könnt ihr auch bei Mad HD Gamer sehen, das war anscheinend ein allgemeines Problem. Hat mich ziemlich genervt, dazu wieder einige dämliche Niederlagen, aber so ist es immer. EA ist halt nun mal so, ja. Ich habe auch dafür auch schon Spiele gewonnen, wo ich 19 zu 3 Schüsse gegen mich hatte. Hab sie genauso verloren schon, also das ist einfach, ihr könnt mir vieles erzählen, aber ey, Momentum, das gibt es einfach. 23 Spiele, 21 Tore für Lukaku, 23 Spiele, 28 Tore für Dybala, 23 Spiele, 5 Tore, 15 Vorlagen für Marquisio, 1 Tor, 3 Vorlagen für Berardi, die finde ich nicht so geil. 3 Tore, 2 Vorlagen für Raja Nainggolan und ein paar mehr Spiele schon für Mirallas. Kopfballgefahr muss ich nochmal ein bisschen bekommen und ich brauche definitiv hier Spielerrollen, weil Lukaku schießt immer noch die Ecken und das geht einfach nicht. Die schießt Mirallas ab jetzt, beziehungsweise nee, von links schießt sie Berardi und von der rechten Seite schießt sie Mirallas. Mirallas hat gerade ein richtig geiles Tor gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie das aussah, schaut auf jeden Fall mal auf Twitter vorbei, da habe ich das nämlich hochgeladen, beziehungsweise gepostet. Das war schon ziemlich fresh, muss ich sagen. Da hat mir Mirallas mal wieder gezeigt, warum ich den so gerne mag. So, das macht auch Marquise hier und den Rest, oder der Rest passt eigentlich gut. Ja, genau. Also mal wieder wenig Kopfballgefahr, aber das ist allgemein bei mir so in FIFA dieses Jahr. Nebenbei bemerkt, diese Squad-Building-Challenge werde ich euch jetzt zeigen und ich werde das Video dann beenden. Die Packs werden kommen, wenn sie nicht verpixelt sind. Ich habe die Qualität deutlich runtergeschraubt jetzt. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Die Challenges sind auf jeden Fall dieses Wochenende überraschenderweise nicht. Beispielsweise Hannover gegen den BTSV. Das Spiel ist ja morgen für mich, weiß nicht, wann es für euch ist. Jeonbuk gegen Seoul, das habe ich schon abgeschickt. Braucht man nur jeweils einen Spieler, Leonardo und Damjanovic. Dann hat man das. Das ist nicht so schwierig. Ich habe dazu dann, weil es nur 4 Teams sein dürfen, was habe ich denn gemacht? Außer BV A habe ich Deportivo La Coruña genommen und dazu dann noch genau, Atletico Madrid. Also es war jetzt nicht sonderlich schwierig, dafür hat man ein nur Spielerset erhalten, das ist ganz cool. Wie gesagt, es wäre schön, wenn ich euch die Packs zeigen kann, aber wir werden sehen. Dazu, bei der nächsten Challenge bekommen wir 2000 Münzen und ein Goldset. Hier bekommen wir ein Prime Goldspielerset für Arsenal gegen die Spurs und hier bekommen wir 1000 Münzen und ein Goldspielerset für Porto gegen Benfica und für die ganze Challenge insgesamt bekommen wir 5000 Münzen. Ist also wie immer das gleiche, aber ziemlich cool. San Lorenzo gegen Huracan. Von Huracan hatte ich Gott sei Dank einen Spieler im Verein und zwar diesen Kollegen hier, linkes Mittelfeld, der bekommt auch Gott sei Dank genug Chemie, weil er einfach mit Argentinien verlinkt ist, spielt bei Huracan 83, ich weiß nicht, für wie viel würde er gehen, wenn ich ihn verkaufen würde, ich denke mal für ein bisschen was, ja, für so 8000 Münzen, ne, da hat man wieder den Vorteil, wenn man alles unter Titeln im Verein speichert, dazu halt hier ein paar Argentinier und hinten einfach irgendwelche random Italiener aus meinem Verein genommen, weil es gibt keine Restriktionen, das müssen halt nur, es muss halt nur voll die Chemie sein, es dürfen keine Argentinier sein und ja, also 95 Chemie, das ist easy. Wir senden die Challenge ab, war wie gesagt nicht so schwierig, ist auch nicht so teuer, wenn man ein paar Spieler im Verein hat, diese Argentinier, gerade auch bei die von San Lorenzo, die gibt es wie Sand am Meer, ja, Belushi beispielsweise, Romagnoli und so weiter und so fort, die kriegt man für 1000 Coins höchstens, also die sind wirklich nie das Problem, die von Huracan schon eher. Aber naja, übrigens, wenn mir nochmal einer jemand sagt, dass ich hier, oh, meine Batterie vom Controller ist leer, das passt natürlich jetzt gerade sehr, wenn mir nochmal einer jemand sagt hier, ne, ich habe Paco Alcacer letztes Mal Paco Alcacer ausgesprochen, und mir hat ernsthaft jemand gesagt, hör auf, das C so schwul auszusprechen, du kannst kein Spanisch, nochmal an alle, ich lerne Spanisch, ja, ich spreche ziemlich gut Spanisch, und es wird tatsächlich Alcacer ausgesprochen. Das C ist nicht das Problem. Eigentlich müsste es wegen dem Akzent sogar Alcacer ausgesprochen werden. Aber, also die Betonung auf dem A. Kleine Spanischstunde hier in der Squad-Building-Challenge. Aber das spricht eigentlich keiner so aus. Zumindest habe ich noch nicht gehört. Trotzdem, grammatikalisch korrekt wäre Paco Alcacer. Alcacer. So, das C kann man nur so aussprechen. Egal. Die nächste Challenge dann Porto und Benfica. Braucht man 2 Spieler von Porto und 2 von Benfica. Und dazu 9 Nationen. Da habe ich so ein bisschen das Problem gehabt. Ich hatte beispielsweise keinen Linksverteidiger aus der Liga NOS. Abgesehen von Layun, der halt nicht Portugiese ist. Und ich habe im Tor halt schon einen... Also warte mal ganz kurz. Wir können theoretisch mal gucken, ob ich hier im Tor noch einen anderen habe. Sonst kann ich... Casillas, nee, geht leider nicht. Wobei Benfica...
Geht leider nicht. Jetzt habe ich sogar 4 Porto-Spieler hier drin. Habe ich vielleicht noch einen Innenverteidiger einfach aus der Liga NOS, der Brasilianer ist. Ja, habe ich. Machen wir das mal und packen diesen Felipe raus. Ja, ihr braucht 82 Chemie, das heißt, jeder muss auf 9 Chemie sein und ihr müsst 11 Nationen haben. Deswegen habe ich hier beispielsweise Layun drin. Liegt einfach daran, geht nicht anders. Ich hatte keinen anderen Spieler im Verein als Linksverteidiger aus der Liga NOS, nur halt Brasilianer und Portugiesen. Und das funktioniert halt nicht. Und weil ich jetzt nichts kaufen wollte, dafür habe ich so gelassen. Vorne drin Dost und, gute Frage, wie der eigentlich heißt, Idee. Einfach Spieler, die ich im Verein hatte. Auch das wieder relativ günstig. Man braucht nicht sonderlich viel hier. Ich habe keinen Rechtsverteidiger aus der Liga, der nicht Portugiese ist. Deswegen habe ich Gazal genommen. Geht auch von der Chemie, weil die anderen halt alle First Honor sind und 10 Chemie haben. Locker easy, würde ich sagen. Team absenden und damit sind wir damit auch fertig. Haben dafür ein Goldspieler-Set und 1000 Münzen bekommen. Und die letzte Challenge, die war ein bisschen tricky, weil ich hatte da... Oh, ich habe immer noch nicht Gabriel. Ich hatte Chaka im Verein, aber den wollte ich jetzt nicht zwingend weggeben. Habe jetzt nochmal einen neuen gekauft, weil das der günstigste war. Muss mir jetzt auch Gabriel kaufen. Daya und einen Kudo hatte ich Gott sei Dank im Verein. Ansonsten einfach irgendwelche random Spieler reingeklatscht. Und ich komme auch nur auf die 74 Chemie genau. Also ich könnte mir theoretisch halt auch einen Oxlade Chamberlain kaufen oder einen Bellerin. Aber Gabriel ist, glaube ich, nochmal ein Stückchen günstiger, weil der ist in dieser Formation halt... Also man braucht ihn in dieser Formation nicht, weil man braucht keine Innenverteidiger. Und von daher, ja. Aber weil ich trotzdem auf die Chemie komme, nehme ich ihn einfach trotzdem mit. Beziehungsweise ich könnte auch Mertesacker nehmen oder so. Und damit spare ich mir halt ein paar Münzen. Was, denke ich mal, ganz gut ist, weil normalerweise die Spieler kosten alle so um die 4600 Münzen, wie ihr gerade gesehen habt, bei Chaka. Und das sind halt 2000 Münzen, die ich mir spare. Einfach damit, dass ich den auf Rechtsverteidigerposition stelle. Die anderen alle so um die 10 Chemie haben. Und ich somit trotzdem auf die, benötigten 74 komme. So, gehen wir mal auf das Hopper-Team drauf. Auf Arsenal gegen Spurs. Aber vollständig. Oh, nee, wir haben keine 74 Chemie. Warum nicht? Ach, weil er nicht First Owner ist. Ach, scheiße. Ich hatte hier vorhin Oxlade Chamberlain stehen. Mist. Wird's besser, wenn ich einen 10er nehme? Seht ihr, das ist der Real. Das ist der Real Struggle hier. Nee, wird nicht besser. Fuck. Die sind alle auf 10, ne? Nee, der ist auf 9. Komm, wenn ich den auf 10 Chemie kriege, ach, das ist kein First Owner. Habe ich einen First Owner im Verein? Fuck, nein. Das ist jetzt ärgerlich. Ich brauche halt einen First Owner. Ist der andere Chaka, den ich habe, First Owner? Ich cutte mal eben. Nein, ist er leider nicht, aber trotzdem Loyalität, weil ich mit ihm schon über 10 Spiele gemacht habe. Perfekt. Und damit haben wir das Team auch vollständig. Ist, wie gesagt, ein bisschen teurer, ein bisschen mehr tricky. Aber wenn ihr Spieler von Arsenal und Spurs im Verein habt, dann habt ihr damit gar kein Problem. Und damit bekommen wir auch das letzte Goldset und haben die Challenge abgeschlossen. Die Top-Partien-Challenge für dieses Wochenende, denke ich mal, war relativ easy. Kann man sich drüber freuen über die Packs auf jeden Fall. Ich beende jetzt das Video schon mal präventiv. Wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Freut euch auf die nächste Squad-Building-Challenge. Die Videos kommen immer zusätzlich zu den Karrieremodus, die unter der Woche kommen, wenn ich es schaffe zeitlich. Habe halt auch teilweise Probleme, habt ihr auch auf Twitter eventuell gelesen. Ich habe momentan meine Probleme mit Ultimate Team beziehungsweise mit den Aufnahmen meiner Festplatte und so. Aber ja, gut. Links in der Beschreibung checken, Daumen nach oben da lassen, euch einen schönen Tag machen, bis zum nächsten Mal. Pass auf, macht's gut, haut rein und ciao. Und damit geht's jetzt weiter. So, 5000 Münzen kriegen wir noch zusätzlich und wir gehen mal in den Store und schauen nach, was wir hier so aus den Packs rausbekommen. Ich bin sehr gespannt. Es sind sehr coole Sets, vor allem das Prime-Spieler-Set natürlich. Das Set ist eigentlich total scheiße, aber ist halt auch nur für diese Baby-Challenge da. Na, okay, ein Silberspieler. Ist halt diese Baby-Challenge da aus der, wie heißt die Liga denn? Verdammt nochmal. Aus der K-League, aus der koreanischen Liga. Roder Jäger, Soprino, ja, kann man halt auch für Squad-Building-Challenges wieder benutzen, ne? Den Rest des Kader hier mal, habe ich meine 1000 Münzen, die ich für Damjanovic ausgegeben habe, wieder raus. Und dann haben wir zwei Goldsets, nee, ein Goldset. Also ein ganz stinknormales Scheiß-Goldset. Aber wir kriegen immerhin seltenen Spieler, das ist schön. Und zwar bekommen wir Johan Cabaye, Gonalon. Immerhin 89er Rating, ist ja gar nicht mal so scheiße. Gucken wir mal, was hier in der, zweite Liga los ist. Kaiserslautern führt gegen Union, das ist geil für 96. Und unentschieden zwischen Bochum und Fürth, ist auch nicht schlecht. Nagatomo geht dafür was, der ist halt Außenverteidiger aus der Serie A, aber trotzdem leider Gottes für nix. Und Gonalon wird, denke ich mal, spontan gesagt auch für nix gehen. Oder? Nee, deswegen diskarden wir den direkt. Und kommen zu den beiden anderen Sets, und zwar einem Goldspieler-Set. Mit einem seltenen Spieler immerhin drin. Und dann das Prime-Goldspieler-Set, das natürlich deutlich besser ist. Dann schauen wir mal nach, was hier so drin sein wird. Immerhin eine Sternschnupper, wenn sie relativ klein ist. Das wird Chancel Mbemba sein, genau aus der zweiten Liga. Von Castle United, schöner Spieler, den ich sehr gerne mag, aber leider Gottes nichts wert. Nehmen wir trotzdem alles mit, was wir da haben. Habe jetzt nicht drauf gehabt, ob wir da irgendwas Wertvolles noch dabei haben, aber ich denke mal nicht. Den Rest des Karten wir ja auch. Und damit kommen wir zum Prime-Goldspieler-Set mit Angel Di Maria vorne drauf. Bitte eine dicke Sternschnuppe.
Ah, die ist relativ klein. Es wird René Adler. Ja, damit kann ich aber leben. 81 Rating nochmal zum Abschluss hier. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas Interessantes drin haben. Vielleicht ein Rashford oder sowas. Ein Hüntelaf, Psycho, den ich abgestoßen habe dafür, beziehungsweise den ich benutzt habe für die Challenge. Norton. Nee. Aber von den Spurs hier, guck mal. Wanyama, der ist locker was wert. Ja, immerhin 2000 Münzen, das ist gut. So. Zack. Und ja, dann würde ich sagen, war das doch eigentlich eine relativ schnieke Episode. Ich verabschiede mich nochmal, wenn es geklappt hat. Wünsche euch jetzt an dieser Stelle einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Squad-Building-Challenge wieder. Warum ist der so viel wert? Na. Bis dann, macht's gut. Haut rein und ciao.